begrüße dich auf meinem Kanal und heute sprechen wir über echte, wirklich authentische Wünsche einer Person und Wünsche, die vom Ego kommen oder die praktisch rein manipuliert wurden. Wie erkennen wir überhaupt unsere wahren Wünsche, was wir wirklich wollen, was uns wirklich, wirklich glücklich macht? Und wie können wir unsere wahren Wünsche von denen unterscheiden, die nicht unsere sind? Darum geht es in diesem Video. Der Unterschied ist, wo sich der Wunsch befindet. Man könnte so sagen, Wünsche, die im Kopf sitzen, im Verstand. Oh, ich muss Englisch lernen, ich muss mehr Sport machen, ich muss weniger rauchen, ich muss. Und wenn der Mensch das seit Jahren denkt und noch nicht gemacht hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es gar nicht sein inniger Wunsch ist, ziemlich groß. Dieser Wunsch ist im Kopf entstanden, weil irgendjemand was gesagt hat. Vielleicht in der Kindheit oder in der Jugend oder schon im Erwachsenenleben hat vielleicht eine Autoritätsperson etwas gesagt. Wenn du Englisch besser sprechen würdest oder wenn du irgendwas. Und so entstehen manchmal Wünsche, die nicht wirklich unsere sind. Oder wenn wir uns mit jemandem vergleichen, denken wir, ich sollte dies und jenes machen, damit ich auch so toll bin. Alles sagt eigentlich was darüber, dass der Mensch sich selbst gar nicht liebt, sich selbst gar nicht so akzeptiert, wie er ist. Was ist, wenn der Mensch ganz was anderes braucht für sein Glück? Vielleicht etwas, was kein Luxusauto ist und gar nicht so viel Geld. Und vielleicht was ganz, ganz anderes, was in den Medien gar nicht propagandiert wird, was in den Medien gar nicht kein Wunsch sein kann, denn muss alles muss Luxus sein, alles muss schön, perfekt sein. Aber denk darüber nach, das stimmt ja eigentlich nicht. Das sind nicht die wahren Wünsche. Es kann passieren, dass ein Mensch tatsächlich ein schönes Auto, ein schönes Kleid, schönen Anzug, einen stilvollen Anzug haben will. Kann natürlich sein, aber der Mensch stellt oft fest, dass er gar nicht glücklicher geworden ist oder nur für eine kurze Zeit. Also war das nicht wirklich der Wunsch der Seele. Wir sprechen in diesem Video über die Wünsche, die in unserem Kopf entstehen und über die Wünsche, die wirklich, wirklich unsere Seele hat. Das ist wirklich, was wir wirklich brauchen, was uns wirklich glücklich macht. Wir kennen das. Man denkt, wenn ich so und so viel verdiene oder so ein Auto habe, besitze, oder vielleicht ein eigenes Haus besitze, bin ich glücklich. Endlich bin ich erfolgreich glücklich und habe alles, was ich brauche. Die Formel geht nicht auf. Sobald der Mensch etwas erreicht hat, kommt der nächste Wunsch. Denn die Ursache ist, der Mensch ist selbst mit sich selbst nicht zufrieden. Der Mensch kann sich selbst nicht annehmen, wie er ist. Er wird ewig Dinge kaufen, immer teurer. Er wird vielleicht was mit seinem Gesicht machen, mit seiner Figur, Sport treiben bis zum Umfallen. Aber er wird nie dieses Glücksgefühl erreichen. Denn er kann sich selbst, so wie er ist, gar nicht annehmen. Viele, viele falsche Wünsche haben ihren Ursprung im Kopf. Und unser Kopf denkt nicht. Ja, das klingt absurd. Unser Hirn denkt nicht. Unser Hirn kann nicht unterscheiden, was gut ist, was echt ist, was nicht gut ist, was nicht echt ist.
Und viele, viele Wünsche in unserem Kopf sind nur Folgen, eine Manipulation durch Fernseher, Zeitungen, alles Mögliche. Werbung natürlich. Werbung ist an jede Ecke. Und das sind gar nicht unsere Wünsche. Und dennoch denken wir, das sind unsere Wünsche. Das ist, was ich unbedingt brauche. Das muss ich unbedingt tun. Das und jenes muss ich unbedingt haben. Warum hast du das immer noch nicht? Oder warum hast du das immer noch nicht getan? Dafür gab es einen Grund. Und der Grund ist, nicht, dass du keine Möglichkeit gehabt hast, sondern das war nicht dein Wunsch. Echte Wünsche sind nicht hier, sondern im Herzen. Hier. Wenn du an etwas denkst, zum Beispiel, ich möchte schlanker werden, ich möchte mehr Sport machen, dann schau, wo ist dieser Wunsch, wo sitzt der? Sitzt er hier oder sitzt er in deinem Herzen? Wenn er hier sitzt, hast du vielleicht zu oft irgendwelche Werbung gesehen oder möchtest du ausschauen wie irgendwelche Superstar oder irgendwelche Freunde von dir? Es ist nicht dein Seelenwunsch. Der echte Wunsch muss sich nicht hier anfühlen, sondern im Herzen. Und wie erkennen wir unsere echten Wünsche? Indem wir ein echtes Glücksgefühl erleben. Manchmal weinen wir sogar vor Glück, vor einer Entdeckung. Oh mein Gott, das ist ja, was ich immer schon machen wollte. Das ist so einfach. Ich brauche das andere gar nicht alles. Ich möchte vielleicht in der Natur leben, viele Tiere haben. Oder ich möchte vielleicht nur mit Freunden was unternehmen und vielleicht in einem Team irgendwas basteln. Oder diese Wünsche, die vom Herzen kommen, können ganz einfach sein. Fast primitiv, würde man sagen. Die sind aber nicht primitiv. Das sind echte Wünsche. Die dürfen natürlich sein. Echte Wünsche haben immer eine emotionale Farbe. Das Herz reagiert auf echte Wünsche ganz anders. Auf die Wünsche, die im Kopf sitzen, reagiert das Herz nicht. Das ist ein anderes Gefühl, das ist ein Gefühl der Vernunft. Wenn wir über die Herzenwünsche sprechen, über die Dinge, die du wirklich liebst, die du wirklich gern tust oder die du wirklich brauchst, vielleicht, dass du dich gut fühlst, glücklich fühlst, dann muss dein Herz sprechen. Dein Herz muss Emotionen zeigen, positive Emotionen. Und wenn du weinst, dann ist das auch positiv. Du hast etwas entdeckt, was wichtig ist für dich. Etwas, was du wirklich brauchst. Befreie dich von diesem ganzen Müll in deinem Kopf. Die meisten Wünsche oder die meisten, ich soll etwas tun, sind nicht deine Wünsche. Das sind Wünsche oder Erwartungen von anderen Menschen. Die haben gar nichts mit dir zu tun. Wenn du dich besser verstehen möchtest und deine Themen lösen möchtest oder für dich Lösungen finden möchtest, dann lade ich dich zu meinem Online-Kurs ein. Das ist ein Kurs in neue Psychologie. Das ist die moderne Psychologie, die wirklich an die Ursache geht. Der Kurs dauert einen Monat. Wir treffen uns 4-mal im Monat, 4 Webinare. Und wir werden mit echten Fällen arbeiten und diese Fälle auflösen. Sei es von den Teilnehmern oder ich bringe auch viele Fälle aus meiner psychologischen Praxis auch mit. Und wir werden lernen, anderen Menschen zu helfen und natürlich sich selbst zu helfen. Ob du als Berater arbeitest, wäre es für dich eine große Bereicherung. Oder auch für dich selbst, um dich selbst und vielleicht deinen Partner, deine Partnerin, deine Kinder zu verstehen und andere Menschen zu verstehen.
Ich würde mich sehr freuen, dich auf dem Kurs begrüßen zu dürfen. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Video von mir, deine Inga.